Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Und Romy? Wir haben einen Überschuss. Wir haben einen Überschuss von 3,25 Milliarden Pfund. Und das in 2 Wochen. Ich guck mal da drauf. Ja, unser Bruttoinlandsprodukt ist krass gestiegen, die Weltwirtschaft steigt und wir sind besser bewertet worden. Das heißt, unsere Zinsen auf unsere Staatsschuld ist zurückgegangen. Wir sind im Plus. Total. Und der rote Balken waren doch unsere Ausgaben, ne? Wir haben es geschafft, dass der konstant geblieben ist und jetzt so ganz leicht nach unten geht. Ja. Also wir haben es nicht übertrieben mit Ausgaben, sondern es war immer schön in der Waage. Genau. Ich würde jetzt einmal, wir sind jetzt noch eine Runde von der Wahl entfernt. Wir haben noch 5 Kapital. Ich würde mal kurz unsere Probleme durchgehen, kurz vor der Wahl. Wasserknappheit. Leicht gestiegen. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Tja. Umwelt. Ach, wenigstens ein Plateau, wenn auch auf sehr hohem Niveau. Dann Fettleibigkeit ist wieder gestiegen. Oh. Dr. Strikes ist gleich geblieben. Überfüllte Krankenhäuser gleich geblieben. Die Asthma-Epidemie kleinen Knick nach unten gekriegt, aber auch nur einen kleinen. Wir sind kurz vor der Wahl. Da unten blinkt etwas. Ja. Das hier ist die Umwelt. Ich nehme mal an, weil wir über 90% bei dem Problem sind, dass da etwas blinkt. Habe ich jetzt so, einfach mal interpretiert. Bitte? Haben wir im Bereich Verkehr uns schon mal mit den Flugzeugen auseinandergesetzt? Ja, wir haben letztes Mal, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, haben wir eine Vielfliegersteuer eingeführt. Hier unten. Stimmt. Frequent Flyer Tax trifft die, die mehr als einmal fliegen. Also die Person, die einmal im Jahr in Urlaub fliegt, wird davon nicht betroffen. Aber die, die mehrfach fliegen, die werden davon besteuert. Da kriegen wir auch, also ist auch eine Einnahmequelle auf jeden Fall. Und Air Travel ist tatsächlich noch, wir haben das mal gerade vor 4 Runden quasi eingeführt. Ich vermute, auch wenn es jetzt nicht dasteht, das müsste sich doch dann auch wieder auf die Umwelt auswirken. Es wirkt sich, wir können mal drauf gehen auf diese schöne Darstellung hier unten. Es wirkt sich auf Flugreisen aus und die Flugreisen wirken auf die Umwelt hier, die Environment. Da unten ist auch noch so eine Airline-Tags, die hatte ich gar nicht so richtig im Kopf. Die haben wir auch noch gar. Die war von Anfang an da. Okay, das ist quasi wird hier Flugbenzin besteuert. Beziehungsweise. Ja, also es ist quasi eine leichte Steuer auf Flugbenzin, wo die Airlines sagen, ja, wir können ja auch in einem anderen Land auftanken. Aber eigentlich sollte überall Flugbenzin besteuert werden. Aber wir haben es von Anfang an, weil die haben wir nicht eingeführt, die war schon so, auf 15%. Und unser Einkommen ist 1,27 Milliarden davon. Und es wirkt sich ein klein wenig auf die Kapitalisten aus, aber es sorgt dafür, dass Flugreisen etwas geringer ausfallen. Okay, und der Tourismus geht auch ein Stück zurück? Ja, 4,8. Ich glaube, dem Tourismus geht es gut, wenn wir da gerade schon mal bei sind. Was? Da. Tourismus ist ziemlich hoch. Mhm. Also. Ja, wahrscheinlich durch unsere Literaturpreisträgerin. Ja, da hier, dieser Anstieg hier ist durch die Literaturpreisträgerin, aber es war schon auch irgendwie bei 75. Also.
schon relativ hoch. Wir haben auf jeden Fall was dafür getan, dass es in unserer Amtszeit der Tourismus krass nach oben gegangen ist. Und viele unserer Bildungsprogramme sorgen dafür. Ja. Ach, guck mal, die Umweltverschmutzung wirkt sich negativ aus. Ja. Oder? Ja, wirkte sich negativ auf den Tourismus aus, genau. Das heißt, wenn wir unseren Tourismus stärken wollen, müssen wir was für die Umwelt tun. Es geht gar nicht anders. Richtig. Gut, wir haben jetzt noch 5 politisches Kapital. Ja. Nehmen wir das mit in die nächste Runde oder wollen wir gucken, dass wir das noch... Ist eine gute Frage. Wir können ja mal gucken, was wir noch haben. So kurz vor der Wahl. Ups, falscher Knopf. Da wollte ich drauf drücken. Economy, nicht mehr wirklich viel, außer den beiden Sachen. Steuer, genau. Ich hätte jetzt gesagt... Nehmen wir noch mal, hauen wir die hier noch raus, damit wir schon was. Für die Gesundheit. Genau, gegen die Fettleibigkeit, gegen den hohen Lebensmittelpreis machen, für die Gesundheit. Ja. Alles klar. Finde ich gut. Vielleicht schaffen wir das auch in der nächsten Wahlperiode, uns noch mal die Landwirtschaft anzugucken. Vielleicht kann man ja da auch noch mal irgendwie mit Politikvorschlägen positiv unterstützen. Ja. Und hier würde ich, wenn ich da drauf gucke und wir sind im Plus, wir haben einen Überschuss, da würde ich tatsächlich Maximum nehmen, weil der Einschlag auf Fettleibigkeit ist 20% und der Einschlag auf den Lebensmittelpreis ist 6,4%. Und es geht direkt auf, es hat im Prinzip keine negativen Auswirkungen. Es ist nur, dass es uns das Geld kostet, also raus damit. Das finde ich super gut und die Initiative fürs Fahrradfahren schlägt Horst hier gerade im Chat vor und die finde ich auch gut. Ich vermute, das müssten wir nächste Runde machen. Wir haben noch 2. Transport ist rot, genau. Ich glaube, wir haben hier Cycling Campaign, haben wir schon eingeführt. Haben wir schon eingeführt tatsächlich und auch Bezuschussung von Fahrrädern haben wir auch schon eingeführt. Aber Horsti fragt noch, welche Auswirkungen hat vegetarische Ernährung hier? Und so sieht das aus, weil Horsti fragte, welche Einflüsse hat es? Und die positiven Einflüsse davon sind weniger CO2-Emissionen. Ich würde sagen, das stellt es richtig dar. Es führt dazu, dass die Gruppe der Landwirte ein klein wenig reduziert wird und es sorgt dafür, dass die Wasserknappheit reduziert wird. Ja. Ob das daran liegt, dass ihr ein Teil der Landwirte vielleicht eher mit Tieren arbeitet, also mit Rindern, Schweinen und keine Ahnung? Ja, Fleischherstellung ist arbeitsintensiver als, weil du hast ja mehrere Schritte. Im Prinzip wächst du die Pflanze, um das Tier zu ernähren und dann produzierst du aus dem Tier, produzieren, um Gottes Willen, das Fleisch. Wenn du den Schritt mit dem Tier weglässt, sondern nur die Pflanze anbaust und das dann verkaufst, wirst du wahrscheinlich generell weniger Landwirte brauchen und wenn immer weniger Fleisch nachgefragt wird, werden auch Betriebe, die sich auf Fleischproduktion konzentrieren, natürlich weniger. So würde ich das hier jetzt interpretieren. Es ist ja auch immer schön, dass man diese Angaben, dass man sich auch einen Reim drauf machen muss, wie das wohl gemeint sein kann. Aber ich glaube, diese Erklärung trifft einigermaßen zu. Ja, also es ist, so wie du es jetzt gerade auch erklärt hast, das schließt sich mir total. Ja. Ja, das sind die Auswirkungen. Dann wollen wir doch mal nächste Runde klicken. Noch eine nächste Runde. Oh, promoting personal business interest. Das ist okay. Ja, ein Trump-Seitenhieb nach dem nächsten. Ja. Dieser Wahlbildschirm ist auch neu. Das ist spannend mit dem Ticker.
Da sind einige interessante Zitate mit bei. Also schön, auf jeden Fall. So, the Romians, das sind wir, the United Republicans und the Natural Law Party sind unsere beiden Oppositionsparteien und hier sind die Nichtwähler. Dann gucken wir mal. Start Count. Ich bin ganz aufgeregt. Uiuiuiuiuiuiui. Majority, eine Mehrheit von 99% der Stimmen. Das ist nicht gesund für eine Demokratie, wie ich finde, aber gut. Ja. Ja, um Gottes Willen. Also 97% haben uns gewählt, 3% zählen zu den Nichtwählern. Krass. Gucken wir uns mal den Breakdown an. Patrioten und die Konservativen haben einen kleinen roten Balken. Autofahrer und Gewerkschafter haben auch einen kleinen roten Balken. Ansonsten alle für uns oder Nichtwähler. Spannend. Ich finde es auch super faszinierend, dass die Leute zu 97, 95, ich glaube, das wenigste ist 91% an der Wahl teilgenommen haben. Also es ist nicht so, dass sie jetzt gesagt hätten, zumindest in der Simulation dieses Spiels, es läuft alles total super, die machen das schon, sondern nö, die sind trotzdem weiter wählen gegangen. Ja. In unserem Fall jetzt gerade gut für uns. Ja, auf jeden Fall. Man kann auf jeden Fall auch Politikverdrossenheit, meine ich, war ganz am Anfang ein Schieberegler. Den könnte man auch nochmal hochstellen. Wenn wir eine neue Runde Democracy 4 spielen sollten, werden wir auf jeden Fall bisschen was ausprobieren und dann gehen wir auch in die Schwierigkeitseinstellung. Gucken wir uns die Veränderungen an. Oh, das ist auch wirklich schön aufgearbeitet. Ja, Verbrechen ist runtergegangen, weil wir diese Straßenbanden weggekriegt haben und die organisierte Kriminalität. Alkoholkonsum war eins unserer Ausgangsprobleme. Also meine ich zumindest. Mhm. Unser Bruttoinlandsprodukt ist hochgegangen. Da ist auch die Weltwirtschaft dran schuld, aber der Tourismus. Unsere Umwelt krass nach unten. Wir brauchen diesen Climate Fund, glaube ich. Ja. Arbeitslosigkeit haben wir krass reduziert. Immigration ist stark gestiegen. Unsere Bildung ist stark gestiegen. Flugreisen sind stark gestiegen. Interessant. Habe ich gar nicht so mitbekommen, aber erklärt, warum wir auch mit unserer Umwelt. Na gut, die Wirtschaft hat sich hochentwickelt, also steigen auch Flugreisen, ne? Mhm. Und die Leute haben ja das Geld, ins Ausland zu fahren. Ja, ja. Und die Kraft unserer Währung ist auch hochgegangen. Was noch ein Grund mehr ist, ins Ausland zu fahren. Ja. Armut ist runtergegangen, was sehr schön ist. CO2-Emissionen sind hochgegangen, fast 30%. Puh. Was aber toll ist, ist, die Löhne oder die Einnahmen der Armen sind hochgegangen. Pflanzenbasierte Diäten sind hochgegangen. Produktivität ist hochgegangen. Hohe Einkommen sind gestiegen. Die Verkehrsverstopfung ist runtergegangen. Die Stabilität ist gestiegen. Investitionen aus dem Ausland um 20%, krass. Busnutzung um 20%. Der Lebensmittelpreis ist um 20% gesunken. Das ist super. Da müssen wir wahrscheinlich noch mehr ran. Vertrauen in unsere Wirtschaft oder in Geschäfte sind, in unsere Geschäfte sind gestiegen. Die Geschlechtergerechtigkeit ist gestiegen. Unser Bedarf an Erdöl ist gestiegen. Unsere internationalen Beziehungen sind gestiegen. Human Development, dazu gehört Gesundheit,
Löhne und Bildung ist gestiegen. Der Ölpreis ist gesunken. Da können wir jetzt wenig für. Aber interessant. Löhne sind gestiegen, super. Telekom-Industrie ist gestiegen. Auswanderung ist gesunken. Technologie gestiegen. Unsere Bevölkerung ist gewachsen. Die Gleichberechtigung ist hochgegangen. Private Housing, wie übersetzt man das am besten? Privater Grundbesitz? Ja. Immobilienbesitz? Ja, ja. Ist gestiegen. Internationaler Handel ist gestiegen. Privatschulen sind gesunken. Privatpensionen sind gestiegen. Die Reichtumslücke zwischen Jung und Alt ist gesunken. Working Week ist gesunken. Energieeffizienz gestiegen. Internetwährungsannahmen ist gestiegen. Das ist gut. Oh yeah. Oh, was ist hier passiert? Ah, jemand folgt mir. Ja, mittlerweile habe ich auch Notifications hier eingerichtet. Belana, herzlich willkommen. Schön, dass du mir folgst. Herzlichen Dank dafür. Genau, Healthcare Demand, also Bedarf nach Gesundheitsdienstleistungen ist runtergegangen. Das ist super. Rassische Spannungen oder ethnische Spannungen. Die generelle Temperatur, naja, der Klimawandel, da haben wir keinen Einfluss drauf, die ist gestiegen. Die Ölversorgung ist runtergegangen. Die mittleren Einkommen sind auch ein klein wenig gestiegen, wenn auch nicht so groß wie die anderen. Industrieautomation ist gestiegen. Gesundheit ist etwas zurückgegangen. Und die Benutzung von Autos ist etwas zurückgegangen. Wasserindustrie, Railindustrie und Electric Car Transition, das ist alles gestiegen. Ein bisschen ist Tabakkonsum runtergegangen. Inflation, bisschen gestiegen. Internet Speed ist uns gar nicht. Also, ich treffe hier auf Sachen, die noch gar nicht drin waren, aber es ist interessant. Internet Speed ist ein bisschen gestiegen. Lebensspanne hat sich ein wenig verschlechtert, weil die Gesundheit ist auch ein bisschen runtergegangen. Und Wohltätigkeit ist etwas gesunken. Energieindustrie ein bisschen hoch und der private Gesundheitssektor ist ein bisschen gestiegen. Tja. Umwelt. Dann fangen wir mal unsere nächste Amtszeit an, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Okay, Post-Election Reshuffle. Also wir bilden unser Kabinett um. Hier, unser Welfare-Minister war... wir können jetzt hier also tatsächlich feuern. Und es kostet uns nichts. Unsere Außenministerin bringt uns nur 0,5. Kapitalisten und ethnische Minderheiten. Da hatte ich eigentlich gedacht, dass das ein bisschen besser aussieht. Also, dass da die Loyalität ein bisschen besser ist. Ich weiß gar nicht, ich bin mir gerade sogar unsicher, ob sie nicht zwischendurch noch schlechter war. Also, sie ist jetzt bei 25%, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Er ist auf jeden Fall wieder hochgegangen. Also, er war bei 0,5, jetzt ist er bei 0,6. Ich glaube, die Loyalität war irgendwie auch bei 20, 25 oder sowas. Der ist halt super erfahren und effektiv. Ja. Sie ist auch relativ erfahren und effektiv. Aber ich glaube, die Loyalität hier kriegen wir nicht mehr eingefangen. Denke auch. Bei ihm weiß ich nicht. Ich glaube, ihn könnten wir wieder mit diesen Umweltsachen ganz gut kriegen, wenn wir das clever anstellen. Ja. Weil eigentlich müssten die Kapitalisten sich bei den Sachen, die wir da machen könnten, eigentlich auch freuen.
Ja, und sehr viel staatliche Subventionierung. Und was wir vorhaben, ist ja auch tatsächlich für die Selbstständigen auch nicht schlecht. Und das ist eine andere Fokusgruppe. Ja. Hazel Adams, die ist bei 1,4 Umweltschützer und Kapitalisten. Gut, wir werden auf jeden Fall was für die Umwelt tun und die bringt uns 1,4, die würde ich tatsächlich auch behalten. Unsere Steuerministerin oder Steuerkanzlerin ist Loyalität 67%. Selbstständige und Farmer, die auf jeden Fall behalten. Public Services. Die kennen sich ja auch. Ja, genau, die ist auch da. Experience 65, da ist noch Luft nach oben. Clyde Miller, 64%, bringt uns 1,5. Gewerkschafter und Pendler. Ich denke, wir werden auf jeden Fall auch was für die Pendler tun in Zukunft. Deswegen würde ich den auch behalten. Die ist natürlich krass. Loyalität voll, Farmer und Liberale. Sie bringt uns 2,5 politisches Kapital. Das und ist sie ja wird noch besser. Und sie wird noch besser. Also die Erfahrungswerte werden steigen, je länger wir sie drin lassen. Ja. Und bei der Effektivität müssen wir mal schauen, wie gut wir die Politikfelder so gestalten. Und hier, Kirsten Alexander ist ja super. Sozialisten und Pensionäre und 100% loyal, bringt uns 2,6. Jetzt würde ich auf die so wenig bringen, tatsächlich nochmal drauf gucken, wo ich die beiden letzten jetzt gerade gesehen habe. Also. Ja, zumal wir ja einige große Sprünge vorhaben und dafür brauchen wir das politische Kapital. Ja. Also ich tendiere jetzt tatsächlich. Der kann besser werden. Effektivität ist relativ hoch und ich glaube, Gewerkschafter und auch Pendler werden uns besser mögen. Ich glaube, weil hier Kapitalisten, bei ihr steckt auch Kapitalist drin. Überall, wo Kapitalisten drinstecken, das wird uns, wenn wir was für die Umwelt machen, immer wehtun. Mhm. Und hier haben wir Bei ihr ist es ja diese schöne Kombination. Momentan sehe ich tatsächlich bei der Außenministerin das höchste Potenzial für Schwierigkeiten. Ja. Und der Herr daneben weiß ich nicht. Da also seine Effektivität ist halt hoch. Deswegen. Und solange wir da gut zusammenarbeiten und ich glaube, dass wir einiges für die Selbstständigen tun werden in nächster Zeit. Wir können das ja im Auge behalten, wir können immer noch mal auswechseln, aber da tatsächlich, wir müssen so viel hier miteinander jonglieren, aber das ist ja auch der Reiz an dieser ganzen Geschichte. Genau. Ja, was mit ihr hier, Hazel Adams? Ich glaube, die kann auch noch gut wachsen. Ja, stimmt, Experience ist 39. Ella sagt gerade im Chat, dass ich vermute, er meint die Außenministerin, unser Jens Spahn ist und dass er in dem Fall sie feuern würde. Ich befürchte oder glaube, dass sie momentan nicht unsere Nachfolger antreten will. Insofern können wir das Problem auch noch ein bisschen prokrastinieren. Nee, ich glaube. Ja, genau. Er meint tatsächlich Daryl Gonzalez. Ich nehme mal an, wegen den Sympathien, Selbstständige und Kapitalisten. Deswegen unser Jens Spahn. Und weil er Welfare ist, das ist ja sowas, also das geht in die Richtung vom Gesundheitsminister. Ist denn unser Gesundheitsminister, also ich weiß gerade nicht, wie effektiv unser Gesundheitsminister ist. Ob er wirklich bei den 75% ist und bei der Erfahrung. Das würde ich auch tatsächlich bezweifeln, dass Jens Spahn bei Erfahrung 82% wäre und Effectiveness bei 75%. Nee, ich würde ihn drin lassen. Also Edelhack wird ihn feuern. Wir halten ihn unter Beobachtung. Wir haben ihn schon mal gefeuert und dann wieder reingenommen. Als wir das erste Mal das Kabinett umgebildet haben. Das stimmt. Und auch mit der gleichen Begründung, glaube ich. Ja, ich glaube ich auch. Recht entsinne. Ja. Und sie kann auch noch wachsen und sie bringt uns im Moment 1,4. Das ist nicht wirklich viel. Aber tatsächlich, ja, im Moment tendiere ich dazu, nur unsere Außenministerin zu feuern. Ich mag es, mit dir Politik zu machen. Danke gleichfalls.
Na dann? Dann reshuffle Cabinet. Ah, okay. So. Dann werden wir hier eine neue Ministerin. Da ist sie wieder. Dann würde ich mal sagen, sortieren wir mal nach Loyalität. Da hätten wir jemanden, der wenig Erfahrung hat. Campaigning eher so mittel. Religiöse und Kapitalisten ist natürlich eine Sache, das kann uns... Puh. Das haben wir gar nicht auf dem Schirm. Also wir haben uns so darauf, ich weiß gar nicht, wir haben darüber gar nicht wirklich geredet, aber ich glaube, wir beide sind in so eine Richtung gegangen, Religion und Staat voneinander zu trennen und so wenig Einfluss auf religiöse Themen zu haben. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Auf der anderen Seite bringt er uns 2,1 politische Kapitalpunkt. Ja, und dann machen wir 2 Politiken, die den Kapitalisten nicht so gefallen, und dann sackt er ab auf 0,5. Ja. Also an der Stelle würde ich sagen, der bringt uns tatsächlich nur was, wenn wir ihn lange halten, weil dann seine Erfahrung hochgeht. Mhm. Und ich denke, mit den beiden Sympathiegruppen wird das nichts. Gehe ich auch davon aus. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir zumindest momentan außenpolitisch echt kein Problem zu lösen haben. Das ist momentan alles sehr tiefenentspannt. Von daher können wir da wirklich gucken, dass wir jemanden haben, der loyal ist, der sich entwickeln kann. Denn in diesem Spiel, man weiß nicht, was mit dem nächsten Update passiert international. Ja, und das stimmt. Dann, also so um die 2 wäre schön an politischem Kapital, aber um die 2 ist ja dehnbar. Genau, wenn ich jetzt hier die anderen angucke, also hier Patriotenkapitalisten würde ich auch nicht anfassen. Selbstständige und Autofahrer vielleicht. Also, jetzt gehe ich mal noch ein bisschen runter. Autofahrer und Patrioten glaube ich auch nicht. Religiöse und Patrioten auch nicht. Ja, und da ist es auch noch so, dass wir hier, dass der gar nicht in die Foreign Policy, also Außenministerium, rein möchte. Deswegen nehme ich da an, dass dann die Effizienz, also hier steht ja auch, das sind die Jobs, wo er am meisten effizient ist. Wenn wir ihn in ein Ministerium reinsetzen, dann wird er weniger Effizienz haben. Und ich liebäugle mit Frau Miller hier unten. Ja, geht mir genauso. Geht mir absolut genauso, weil die Erfahrungswerte, das ist die Argumentation von eben, die werden wachsen. Ja. Und wir haben ein relativ gut ausgebautes Umweltkonzept, nenne ich es mal. Und wir haben wirklich viele staatliche Angestellte. Also wir haben ein ausgebautes Justizsystem und keine Ahnung, ganz viele Punkte. Auch Gefängnisse und so, wie wir öffentliche Bedienste da haben. Insofern würde ich denken, why not? Gut. Frau Michelle Miller, herzlich willkommen als neue Außenministerin. Und ja. Sehr schön. Damit haben wir unser Kabinett umgebildet. Und das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.